Gürtel? Da kommt gerade ein Fax rein. Oh, hey, habt ihr das auch mitbekommen? Dass die Schweiz eine eigene Adaption vom 80er-Actionfilm-Knaller Top Gun rausgegeben hat. Nein, ich meine jetzt nicht die Geschichte von dem sympathischen, wenn auch ein bisschen liebestollen Staatschef, der letzten Sommer todesmutig über alle Flugregeln und Landesgrenzen hinweggesegelt ist. Das ist nicht Top Gun, sondern Bold Gun gewesen, ja? Nein. Der Film, den ich meine, hat unser Verteidigungsdepartement, das VBS, offiziell diese Woche auf ihren YouTube-Kanal aufgeladen. Und er hat alles, was einen richtigen Blockbuster braucht. Ich kann es euch sagen. Also gut, einfach keine Action. Keine Action. Und er hat auch keinen rasanten Schnitt, hat er auch nicht. Er hat eigentlich auch keine Musik und, wenn wir ganz ehrlich sind, warum auch immer, er hat auch keinen Ton. Aber schauen wir trotzdem mal rein. Ja. Mir ist gleich gegangen, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ne? Man muss bedenken, dass Film die Steuerzahler über 6 Milliarden Franken kostet. Es zeigt nämlich die Unterzeichnung der Beschaffungsverträge für 3 Dutzend F-35-Kampfjets am letzten Montag in Bern. 6 Milliarden! Liebes VBS, und bei diesem Budget liegt nicht einmal das Mikrofon drin. Das kann ich auch nicht glauben. Für das Geld hätten wir wenigstens den George Clooney und den Mel Gibson engagieren können. Oder zumindest die Schweizer Version von diesen beiden Superstars. Stefan Gubser und Mel Winiger. Ja? Unterdessen sehen wir in diesem Film, was sind das eigentlich für Leute? Ah, der Rüstungschef Martin Sonderegger und der Projektleiter Darko Savic sind das gesehen. Unterschrift, Handschlag und gekauft sind die Jets. Ganz nach dem Maverick von Top Gun. Da oben hat man keine Zeit zu denken. Wenn man denkt, ist man tot. Aber schon krass, wie jetzt Viola Amherd so vorwärts gemacht hat mit dem Einkauf, oder? Gut, das Volk hat ja ja gesagt zu dem Jet und somit hat alles seine Richtigkeit. Oder habe ich da noch etwas übersehen? Den Kauf des F-35 stoppen. Das ist das erklärte Ziel der Initiantinnen und Initianten. Sie haben laut eigener Aussage mehr als 120.000 Unterschriften eingereicht. Das ist eine größere Sicherheitsmarge als bei vielen anderen Initiativen. Stimmt, da hat es ja eigentlich nur eine erfolgreiche Volksinitiative gegen den Kampfjet gegeben. Eingreifen der XOA, Grüne und SP. Also um Trio Infernale, wenn es um Schlachten von heiligen Schweizer Kühen geht. Also hätte es da nicht noch eine Volksabstimmung vorher geben müssen? Hat Viola Amherd die Initiantinnen im Vorfeld wirklich mit Mafia-Methode eingeschüchtert? Und was zur Hölle hat der F-35 mit männlicher Schwertwahl zu tun? Kommt mit auf einen Rundflug in die wunderbare Welt von Lockheed, Amherd und Iron Man. The F-35 is a step ahead. With unmatched stealth. Advanced sensors and seamless connectivity. The F-35 can go where no other fighter can go. Ich meine, das ist mal ein geiles Video gesehen, oder? Aber bitte schön. Also kein Wunder, hat man da beim F-35 zugegriffen. Aber von vorne. Herbst 2020, die Volksabstimmung zur Beschaffung der neuen Kampfflugzeuge, ist mit einem Mehr von sagenhaften 8670 Stimmen angenommen worden. Sag mir gar, wie es ist. Das Abstimmungsresultat ist fast unanständig knapp gewesen für so eine höhere Ausgabe. Knapper ist eigentlich nur der Abstand von Putin in seinen Augen. Aber entschieden ist entschieden. Und somit hat man nicht nur die 6 Milliarden und ein paar zerquetschte Locken gemacht, sondern auch im Bundesrat vertrauensvoll die Wahl von den geeigneten Kampfjets überlassen. Ich meine, was soll da jetzt noch schief gehen? Im Juni 2021 war es dann so weit. Die Wahl ist noch einigem hier und her. Auf das Prachtstück hier gefallen. Der F-35 von der Firma Lockheed Martin. Erinnert euch, das sind die mit der wirklich geilen Popcorn-Firma auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Und von Popcorn-Kino versteht ihr wirklich etwas. Wenn man mal ein bisschen genauer in den Produktekatalog von denen reinlässt. Die Helme der F-35-Piloten ermöglichen es ihnen, durch das Flugzeug hindurchzusehen, indem sie Bilder von Infrarotkameras rund um das Flugzeug in Echtzeit anzeigen. Bei dieser Technologie handelt es sich im Wesentlichen um dieselbe wie bei der Superheldenfigur Iron Man.
Was? Ja, deswegen ist das so teuer. Ich meine, im Wesentlichen ist das Iron Man-Technologie. Ja? Das passt natürlich zu unserer Iron Lady Viola Amherd. Ja? Laut offiziellem Katalog verfügt der F-35 übrigens noch über ein tolles Tierschutz-Feature. Die F-35C ist mit 20.000 Pfund internen und externen Waffen bewaffnet, was in etwa dem Gewicht von 2 männlichen Schwertwalen entspricht. 2 Schwertwale, ja? Männlich, also das sind umgerechnet 5 Leopard, ne? Oder umgerechnet 150 Hornets. Das ist kein Kampfjet, das ist eine fliegende Arche Noah, meiner Meinung nach. Und habt ihr gewusst, dass man bei der Luftwaffe in Schwertwal abmessen tut? Wie misst man bei der Marine ab mit Bartgeier? Oder was macht man da? Weil man sich unter Schwertwalen bei uns in der Schweiz nicht so viel vorstellen kann, hat es dann bei der PK zum F-35-Entscheid dazu mal wunderbare, aussagekräftige Statistiken gegeben, zum Nachschauen. Bei dieser und bei den nächsten Darstellungen ist jeweils der F-35A gekennzeichnet. Die anderen Kandidaten befinden sich jeweils innerhalb des Feldes zwischen den gestrichelten Linien. Ja, das ist super, oder? Endlich mal nicht so etwas Kompliziertes mit vielen verwirrenden Zahlen und Werten. Komm, das generiert noch mühsame Fragen. 2 Balken, ein Resultat, bumm, fertig. Gibt's vielleicht noch eine übersichtliche Statistik zu den Gesamtkosten? Der F-35A hat auch bei den Kosten am besten abgeschnitten. Sowohl die Beschaffung als auch der Betrieb sind für dieses Flugzeug am günstigsten. Ja, toll, oder? Manchmal ist es so einfach. Das weckt auch keine falschen Erwartungen. Was will man mehr? He? Also, da hat es eine umfassende Untersuchung gegeben. Wie kann man die in einer einfachen Skizze vielleicht zusammenfassen? In der Gesamtbetrachtung hat die Kosten-Nutzen-Analyse ergeben, dass der F-35A bei der Evaluation durch das VBS den höchsten Gesamtnutzen ausweist und gleichzeitig am günstigsten ist. Genial, so einfach, oder? Also ist doch ganz einfach. In dem Fall befindet sich eine ganze Staffel Deville, ja, in dieser Matrix ungefähr da, ja, und ein Iron Man Anzug ungefähr dort, würde ich jetzt mal sagen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wie kann man bei so einem Riesenprojekt, bei so einem Budget, wo so knapp gesprochen worden ist, mit so nichtssagenden Grafiken auffahren? Man, kein Wunder, hat sich da mega schnell ein Gegenkomitee um die SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf gegründet, wo man selber noch geprüft hat. Wir brauchen ein Kampfflugzeug für Luftpolizei und Konferenzschutz. Gerade das kann der F-35 eben nicht wirklich gut. Er ist eine Tarnkappenbombe, die konzipiert worden ist, in weit entfernten Ländern Bomben abzuwerfen. Ja gut, das kommt natürlich immer aus Perspektiven an, was weit entfernt ist. Ja? Damher, der Heimatkanton gilt für viele Zürcher auch schon als Ausland. Ja? Aber auch der Sicherheitsbericht, der 2019 vom US-Verteidigungsministerium herausgekommen ist, hat im Stopp F-35-Komitee sehr Auftrieb gegeben. Ja? Da innen sind nicht weniger als 876 Mängel an dem neuen Kampfjet aufgezählt worden. Darunter so Banalitäten wie eine ungenaue Bordkanone oder vorübergehende Unfähigkeit zu fliegen, wenn Gewitter herrscht. Ich meine, ist doch toll. Langsam wird es ein bisschen schwierig für unsere luftpolizeilichen Einsätze. Nur innerhalb der Bürozeiten ist ja noch machbar. Ja? Aber nur bei Schönwetterflügen, das wird mega schwierig in der Schweiz, würde ich jetzt mal sagen. Bereits wenige Monate nach dem Start der Stopp-F-35-Initiative war klar, dass die benötigten Unterschriften für eine neue Abstimmung zusammenkommen werden. Dann aber der taktische Move unserer Verteidigungsministerin im letzten März am welschen Fernsehen. Et moi, je pense, ce qui serait encore plus important pour la sécurité de la population que plus de finances, ça serait si les initiants de l'initiative populaire contre l'achat des avions retireront leur initiative. Vous les appelez à retirer leur initiative? Ja, das macht sie ganz offiziell und das hat es noch nie vorher gegeben. Ein öffentlicher Aufruf von höchster Regierungsstelle. Die Initiantinnen sollen doch bitte das Volksbegehren zurückziehen. Hm? Nur während der Unterschriftensammelphase. Ich werde euch ein Angebot machen, das ihr nicht ausschlagen könnt. Hat sie wahrscheinlich gesagt, das ist eine klare Ansage, oder? Noch klarer wäre eigentlich nur noch ein abgeschlagener Rosskopf im Bett von Priska Seiler-Graf zu deponieren. Braucht jetzt nichts. Wir wissen, die über 100'000 nötigen Unterschriften sind zusammengekommen. Auf eine Volksabstimmung hat man dann trotzdem nicht warten im Parlament.
Das ist die Begründung. Inzwischen, nachdem wir die Offerte bekommen haben, haben verschiedene Länder beschlossen, genau das Flugzeug zu kaufen. Deutschland 35, Finnland über 80 und auch Kanada, glaube ich, über 60. Ja, das kann man auch kurz so sagen.